Selbstbewusstsein ist eigentlich ziemlich einfach zu erlernen. Und wie du das in gerade mal 7 Schritten erlernst, das zeige ich dir jetzt. Hey Internet, Alexander Wahler hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Denn wir wollen uns heute und für die nächsten Tage mit 7 Schritten beschäftigen, wie wir dein Selbstbewusstsein aufs nächste Level bringen. Wie wir wirklich ein felsenfestes Selbstbewusstsein entstehen lassen. Bevor wir aber zu den Tipps kommen, möchte ich mit dir 3 kleine Versprechen eingehen. Nummer 1. Du schaust dir diese Videos nicht nur passiv an. Du kannst dich natürlich von den Videos einfach nur berieseln lassen und sie anschauen. Nur das wird im Endeffekt nichts verändern. Das heißt, mach mit, mach die Übung. Nummer 2. Schau jedes der Videos von Anfang bis Ende. Denn die Übungen in den Videos und die Videos an sich bauen aufeinander auf. Das ist eine Progression, die wir zusammen durchgehen. Und Nummer 3. Übernimm ab jetzt ein bestimmtes Mindset. Und zwar, es gibt keinen Grund, warum du nicht genug bist. Denn häufig denken wir uns, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung, irgendwas ist falsch mit mir, irgendwas fehlt mir, sonst wäre ich ja selbstbewusster. Das ist nicht so. Du bist vollkommen okay, so wie du bist. Du bist als Persönlichkeit komplett abgerundet. Aber es hat sich eben nie jemand die Zeit genommen, dir zu zeigen, wie du dein Selbstbewusstsein aufbaust. Das ist so, als würdest du dich fertig machen dafür, dass du kein Auto fahren kannst, obwohl dir nie jemand gezeigt hat, wie du überhaupt Auto fährst. Und deshalb würde ich sagen, lass uns doch mal zu den Tipps und der Übung von heute kommen. Denn wir wollen uns heute zuallererst mal hiermit beschäftigen, mit deinen Gedanken. Denn du wirst wahrscheinlich auch einige negative Gedanken haben, einige negative Tendenzen im Kopf, mit dir selber schlecht zu reden, dass du auf dich selber runterschaust, dass du dich selber fertig machst. Du bist eh zu dumm dafür. Du kannst das nicht. Wie? Da siehst du eh nicht gut genug für aus. Talent? Hast du nicht. Ziemlich unangenehm, oder? Solche Stimmen die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben. Und glaub mir, ich kenne das auch. Nur schauen wir uns diese Stimmen mal genauer an. Denn bist das wirklich du? Oder sind das einfach Gedanken, die in deinem Kopf hin und her schwirren? Machen wir mal ein kleines Experiment. Kannst du die Gedanken, die du gerade im Kopf hast, beobachten? Achte einfach mal darauf, was gerade hier oben bei dir vorgeht. Du kannst sie beobachten, oder? Du kannst sehen, ah, das denke ich gerade, das denke ich gerade, das denke ich gerade. Und was können wir daraus schließen? Genau, du bist nicht deine Gedanken. Du bist eine Instanz, die die Gedanken beobachtet. Natürlich kannst du bewusst denken, das heißt, du kannst deinen Verstand bewusst in eine Richtung lenken, doch die meisten unserer Gedanken im Alltag sind automatisch. An sich ist ja nichts Schlimmes dran, dass wir automatische Gedanken haben. Es sei denn, sie werden eben so negativ und ziehen dein Selbstbewusstsein runter, ziehen deine Leistung runter, ziehen deine Emotionen runter und ziehen dich als Persönlichkeit komplett runter. Und genau deshalb möchte ich, dass du jetzt 2 kleine Dinge tust. Und zwar, erstens, dass du dir ein Blatt Papier nimmst und einfach mal all diese negativen Gedanken komplett runterschreibst. Denn wenn du das gemacht hast, dann siehst du wirklich mal objektiv, okay, das sind einfach nur Gedanken. Das sind Gedanken, die hier rumschwirren, die eigentlich ziemlich negativ sind. Also warum fokussiere ich mich immer so sehr darauf? Und wenn du das gemacht hast, dann möchte ich, dass du die 2. Aufgabe für heute tust. Und zwar, dass du nur für heute mal ganz bewusst darauf achtest, wann diese Gedanken in deinem Kopf auftauchen und dich dann bewusst von ihnen distanzierst. Nehmen wir an, es kommt ein Gedanke wie: War ja klar, dass du das nicht schaffst. Mir fühlt sich schlecht dafür. Wenn so ein Gedanke kommt, dann halte kurz inne und bemerke einmal: Oh, warte mal, das bin nicht ich, der das sagt. Das ist ein Gedanke, der einfach durch meinen Kopf schwirrt. Ich kann ihn jetzt ernst nehmen und mich damit identifizieren und sagen: Oh Gott, das bin ja wirklich ich. Oder du kannst dich davon distanzieren und sagen: Ist ein ziemlich dober, negativer Gedanke. Ich kenne das von mir selber. An manchen Tagen rasen diese negativen Gedanken einer Mordsgeschwindigkeit durch meinen Kopf. Doch, was mir dabei eben hilft, ist zu sagen, okay, ich gewinne jetzt ein bisschen Perspektive und distanziere mich von diesen Gedanken. Denn das bin nicht ich, das sind einfach Gedanken, die da sind. Cool. Das heißt, als erstes, nimm dir ein Blatt Papier und schreib wirklich mal all die negativen Gedanken auf, die dir durch den Kopf gehen. Und zweitens, nur für einen Tag, nur für heute, achte mal bewusst darauf, wann diese Gedanken auftauchen und dass du dich dann bewusst von ihnen distanzierst und einfach nur sagst, ah, ein Gedanke. Wie im Prinzip Pokémon Go. Du siehst ein Pokémon und denkst, oh, ein Pokémon. So gehst du jetzt mit deinen Gedanken um. Oh, ein Gedanke. Alright, ich lasse es gehen. Oder ich lasse den Gedanken wohl eher gehen. Nicht es, nicht das Pokémon, den Gedanken. Perfekt, das war's für heute. War gar nicht anstrengend oder war gar nicht viel. Und jetzt, wenn du das gemacht hast, dann mach bei Teil 2 weiter. Ich werde den in der Videobeschreibung verlinken, hier oben in der YouTube-Card und ich packe hier nochmal eine Annotation hin. Und in Teil 2 werde ich dir einen so unglaublich enorm mächtigen Tipp geben, wie du deinen Fokus kontrollieren kannst und damit selber bestimmen kannst, worauf du dich fokussierst und dadurch dein Selbstbewusstsein richtig felsenfest aufbauen kannst. Bis dann.